Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 2. Oktober, 9:30 Uhr. Man möchte fast sagen, Tag der Entscheidung. Warum? Natürlich, Sie werden es wissen. Wir haben heute die Non-Farm Payrolls auf der Agenda, also den US-Arbeitsmarktbericht, der hier ja signifikant unter Beobachtung der amerikanischen Notenbank Fed steht. Wenngleich die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA ja eher schlecht als recht ausfielen und insofern hier natürlich immer wieder die Spekulationen rund um Zinsanhebungen hier kursieren oder eben gegebenenfalls nicht. Es wird auf jeden Fall spannend sein. Wir haben dann neben den Non-Farm Payrolls heute hier auch noch den Auftragseingang der Industrie von dem Monat August um 16 Uhr. Das heißt, heute kommt hier einiges zusammen am Nachmittag und das dürfte dann hier für entsprechende Impulse sorgen. Wir wollen uns heute hier den Euro gegenüber dem US-Dollar natürlich anschauen, der hier als Major FX-Pair sicherlich dann da auch seine größten Früchte von tragen wird, je nachdem, wie denn hier der US-Arbeitsmarktbericht ausfällt. Ich will eigentlich gar nicht genau auf die möglichen neu geschaffenen Stellen oder Arbeitslosenquote und dergleichen eingehen. Letztlich warten wir mal ab, wie der Markt reagiert und fangen jetzt mal hier vom großen Bild an, die Situation mal ein Stück weit einzugrenzen. Und da sehen wir, dass letztlich nichts Neues im Osten wie im Westen zu sehen ist. Wir sind immer noch in dieser großen Range. Hier oben der Widerstand ganz klar definierbar 1,1445. Diese rote Widerstandszone ist immer wieder hier Knackpunkt, wo die Verkäufer ja ihre Position sozusagen geben, aufbauen, hier mehr oder weniger letztlich immer wieder Verkaufsdruck zu spüren. Und erst wenn wir hier deutlich über 1,1450 rausziehen, und den Versuch gab es ja hier im Sinne des Ausverkaufsabschlusses hier im August, als praktisch Euro-US-Dollar hier förmlich emporschoss und die Indizes in die Knie gingen. Das war auch so eine Indikation dahingehend, dass wenn eben die Aktienmärkte Schwäche aufweisen, dass dann hier auch wieder das Kapital zum Euro fließt. Ja, Spekulation oder hin oder her, letztlich konnten die Niveaus nicht gehalten werden. Wir sehen es, die Woche endete schwach im Verlust und grundsätzlich hat sich hier an dieser Range nichts verändert. Signifikant oben 1,14, 1,1450, unten hier 1,1035 zwischengeschaltet, wie wir im Chart gleich sehen werden, hier aufgrund der letzten Wochen 1,1155. Ansonsten hier ganz signifikant und wichtig die 1,082. Das ist hier auf der Südseite eigentlich das entscheidende Level. Eben vor dem Hintergrund, dass es hier mehr Monatstiefs in diesem Bereich gibt und sich eine klare Unterstützung aufgebaut hat. Ansonsten haben wir diesen Aufwärtstrend hier noch im Chart, der sich hier praktisch auch noch Stützen zeigt. Wenn denn der Markt hier die 1,10, 1,1035 nochmal anlaufen sollte, wäre hier ein schöner Boden möglich, also eine Bodenbildung, die hier praktisch dann von diesem Level nochmal einen Impuls nach oben erlauben würde. Grundsätzlich, wie gesagt, muss man aber alles ein Stück weit relativieren. Der Markt ist gerade Euro-US-Dollar hier in einer Range gefangen. Warum auch immer jetzt ich den Pfad nicht markieren konnte. Letztlich ist es hier eine Pattsituation. Und deswegen mache ich mal zwei graue Pfeile hier. Sie sehen, das neue Chart-Update bedarf hin und wieder nochmal einer Ausrichtung einer neuen. Aber es funktioniert ja letztlich. So. Also grundsätzlich, wenn wir hier rausgehen über 1,1450, wäre hier das nächste Level 1,18. Da wäre auch hier der Bruch dieser Abwärtstrendlinie seit dem Frühjahr des letzten Jahres unter Umständen ein Thema. Ganz signifikantes Widerstandslevel 1,18, 1,1877 hier oben. Da müsste man dann wirklich Obacht geben, was der Markt macht, wenn wir überhaupt bis dorthin laufen sollten. Also hier im Prinzip auf Wochenbasis noch nichts entschieden. Der Ausbruch steht weiter aus. Gegebenenfalls kommt ja heute mal ein Impuls. Gehen wir mal in den Intraday-Chart. Da sehen wir hier die Marke von eben erwähnt, 1,1155. Das ist ein Level, an dem sich hier Käufer und Verkäufer immer wieder mal den Kopf stießen und hier letztlich unlängst seit Anfang des Monats September, hier im August war es dann auch nochmal ein Widerstand, hier sozusagen immer wieder Kaufbereitschaft sich etabliert und genau an diesem Level stehen wir ja nun mal jetzt. Und das heißt, wenn wir heute, und da dürfte es hier nicht mehr zu großen Verlusten kommen, Euro-US-Dollar hier jetzt nur 4 Pips vom Tagestief entfernt, aktuell eine Range von 44 Pips hier in dieser Tageskerze. Im Schnitt hat Euro-US-Dollar aber hier was zwischen 80 und 90 Pips oder sagen wir mal 85 bis 95 Pips zu erwarten. Das heißt, das Doppelte dürfte heute noch an Range dazukommen. Schrägstrich vor dem Hintergrund des heutigen Newstags können hier auch deutlich über 100, 150, 200 Pips erwartet werden. Und je nachdem, wie
das Währungspaar trotz der Bewegung zu den News aus dem Wochenhandel geht, sollte man weitere Rückschlüsse ziehen. Unterhalb von 1,1155 wird die 1,10-Thema, gegebenenfalls dann auch noch weitere Abgaben. Verteidigen wir die 1,1155, dann kann für die nächste Woche eigentlich nochmal mit einem Aufwärtsimpuls in Richtung 1,1450 gerechnet werden. Das muss man ganz klar unterstellen. Unter technischen Gesichtspunkten der Hauptverkauf hier vom 24.08., wie gesagt, wird hier stark konsolidiert. Hier unten eine schöne Bodenbildung, das ist eigentlich, wie gesagt, ganz konstruktiv. Insofern hier auch auf der Oberseite Chancen, dass der Markt hier dieses Level zum Kauf nutzt und sich sozusagen hier nochmal emporarbeitet. Das heißt, auch wenn ich auf Wochenbasis unentschlossen war, gäbe es die Möglichkeit, dass Euro-US-Dollar hier von 1,1155 ausgeht, aufgrund der charttechnischen Struktur, hier ein Ausbruch bzw. Anstieg nach oben feiert. Unterhalb von 1,11, wie gesagt, wird es eher kritisch, aber wir wollen natürlich hier auch ein paar Prognosen ausgeben und dann sieht das wie folgt aus. Machen wir aber einen grauen Pfeil. Also präferiert im Prinzip hier die Stabilisierung aufgrund der jüngsten Käufe, die hier immer wieder erfolgten. Ja, die tieferen Hochpunkte hier sind natürlich leicht ja, wenig konstruktiv. Wir machen das mal hier kurz nach markttechnischen Gesichtspunkten. Sieht man da sehr schön. Ja, und jetzt steht eben hier die Frage im Raum: Kommt es jetzt hier neues zu einem neuen Bewegungstief? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder kommt es hier zu einem Tief entsprechend oder zu einem Hoch nach diesem jüngst hier ausgebildeten Tief? Das ist genau die Frage. So sieht es jetzt aus. Tieferes Tief oder höheres Hoch hier aus dem kurzfristigen Segment abgeleitet. Das wird spannend sein zu beobachten. Wie gesagt, rein technisch baut sich hier eine Spannung auf. Das sehen Sie aufgrund der Hoch- und Tiefpunkte, die hier zusammenlaufen. Und insofern Action-Checks sind heute 14:30 mit großer Sicherheit. So, Stundenchart nochmal angeschaut. Da sehen wir, dass der Markt hier seitwärts läuft seit der Asia-Session. Das sind eben hier die 44 Pips. Wo ist der Wochenpivotpunkt? Hier ist die aktuelle Stundensession sehr klein und fein. Und wenn wir das jetzt hier im Stundenchart nochmal aufbröseln, dann sehen wir hier, dass wir eigentlich auch das Level von unter 1,1155 immer wieder als Nachfragezone zuletzt hatten. Hier rund 1,1110. Aber auf Tagesbasis die 1,1155 ganz entscheidend. Kleinere Spikes drunter gibt es sowieso immer. Ja. Und insofern hier unterhalb des heutigen Pivot Points sieht das nicht ganz so schön aus, aber es kann ja hier noch alles passieren. Und wir sehen auch anhand der Bewegungsimpulse hier vom Wochenpivot, dass wir hier nicht wirklich weg vom Wochenpivot groß sind. Das ist der Wochenpivotpunkt, also der Fingerabdruck der Vorwoche. Und dieser erlaubt im Prinzip hier immer schöne Retracement- und Support-Levels abgeleitet an den reinen Price-Action-Punkten, also an den reinen Preisbewegungen ohne Indikation und dergleichen. Und da sehen wir, dass wir hier im Prinzip noch uns gar nicht groß bewegt haben. Aber Potenzial 1,1311 rein abgeleitet vom Pivot Level und 1,1084. Sollte es in diese Richtung heute ausschlagen, dann dürfte das auch für die kommende Woche, wie gesagt, richtungsweisend sein. Was sagt aber eigentlich die Saisonalität zum Abschluss? Das wollen wir uns natürlich jetzt auch nochmal anschauen. Die deutet hier auf eine gewisse Schwäche bis zum Oktoberabschluss hin. Das sehen Sie hier. Direkt heute und die kommenden Tage ist hier rein saisonal eher eine schwächere Tendenz zu bevorzugen. Ich denke, wie gesagt, die Karten werden heute Nachmittag gemischt und je nachdem, wo wir dann per Wochenschluss rausgehen, sollten sich Impulse für die Folgewoche ergeben. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den jetzigen Devisenradar. Am kommenden Montag gibt es eventuell eine kleine Verzögerung zum Radar, aber auf jeden Fall werden wir das abspulen. Ansonsten dürfen Sie sich natürlich die ganze Woche wieder dann auf weitere Tracks freuen. Ansonsten JFD Live Trading TV lege ich Ihnen ins Herz. Dann hier jetzt immer mit meinem Kollegen Bernd Senkowski, auch jetzt hier auf dem JFD Desktop am Start und eine wahre Ergänzung. Freue mich darauf, dass er dabei ist und insofern immer auch da einschalten. Bis dahin sende ich jetzt erstmal beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.